Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Deponia. Letztes Mal waren wir in Mosaik stehen geblieben und haben das Rätsel, müssen wir hier lösen. Und was hinkriegen. Man es jetzt einfach so machen kann oder drehen kann. Ah, geht gut. Passt auch nicht so wirklich, aber das könnte passen, ja. Okay. Wie geht's jetzt weiter? Fragen über Fragen. So war das mal besser gekriegt. Der Schmuck ist verkehrt aus und der muss dann oben. Genau. So. Passt nicht. Passt auch nicht. So nicht so richtig wirklich. Passen sie aus. Passt auch nicht. Es müsste rein theoretisch was sein, was sehr spitz ist. Was wie der hier. Passt auch nicht. Passt auch nicht. Okay. So, das sieht schon mal gut aus. Das auch. Aber wir dürfen Pucki nicht vergessen.
Ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe, aber ich mag ja Minigames. Und da ich mit dieser Meinung aber nicht unbedingt die mehrheitliche Meinung vertrete, weiß ich nicht. Aber es gibt auf jeden Fall eine große und wachsende Fraktion oder vielleicht auch schrumpfende, ich weiß es nicht, wie sich da die Grenzen bewegen. Aber es gibt auf jeden Fall diese Fraktion von Leuten, die Minigames auf den Tod nicht ausstehen können und sagen, am besten weg mit dem ganzen Mist. Und extra für die habe ich so, um denen halt einmal freundschaftlich zuzuzwinkern über die Schützengräben und Pechnasen der Belagerung hinweg. Also, es herrscht ja Krieg zwischen den beiden Fronten quasi. Die Minigamer und die Nicht-Minigamer bekriegen sich. Wer hat wohl die besseren Waffen? Genau, wollte ich einen Augenzwinkern hinüberwerfen, auf jeden Fall zwischen diese verhärteten Fronten. Und zwar, indem ich mal so richtig den Spieler ein Minigame kaputt machen lasse. Ich habe das schon vorher mal probiert bei Whispered World, siehe Audiokommentar dort. Ich werde es auch noch später probieren, siehe Audiokommentar von Chaos of Deponia, beim nächsten Spiel. Aber hier mache ich es eben auch. Minigames kaputt machen. Das kommt in Mode. In der Zukunft wird jeder mindestens ein Minigame kaputt machen. Hä? Warum passt das denn nicht? Ich muss wahrscheinlich einfach nur fester drücken. Immer noch nicht? Jetzt gleich aber. Geh rein! Geh rein! Verdammtes Ding, du sollst... Upsi. Und was ist jetzt mit dem Fahrstuhlcode? Dammit. Die Scherbe ist jetzt endgültig im Eimer. Aber der Kaugummi sieht noch gut aus. Uff. Allerdings auch nicht besser als vorher. Eine Taschenlampe. Das System rebootet? Das Codewort für den Lift wurde zurückgesetzt. Hier kommt das Neue. Irgendwas Cooles. R-U-F-U-S. Rufus. R-U-F-U. Hey, was soll das denn? Das Passwort ist Rufus. Ich habe es selbst eingestellt. Oder bin ich jetzt blöd? Soweit, so gut. Jetzt heißt es warten. Was ist das für ein Geräusch? Kreuzer. Was hat das zu bedeuten? Bin ich in eine Falle getappt? Oder arbeitet Cletus etwa mit dem Organon zusammen? Ja. Ich sollte mir das besser mal aus der Nähe angucken. Besser frag mal Bucky. Ah ja, bei diesem Screen, das ist natürlich die Spitze der Plattform oben auf der unteren Aufstiegsstation. Das ist natürlich ein sehr magisches Set mit einer sehr magischen Stimmung, wieder mal großartig in Szene gesetzt von unserem Zeichner, dem Michael Benrath. Ja, woran mich das halt erinnert, ist ja der erste Punkt, wo sich halt tatsächlich Rufus und Cletus auch gegenüberstehen. Und ja, ich erinnere mich, dass es halt gar nicht so einfach war, diese beiden unterschiedlichen Charaktere halt zur Zusammenarbeit zu bewegen nachher, als wir das dann quasi haben spielen. Du, Rufus, sag doch mal, wie du halt diese Zusammenarbeit mit dem Cletus, also in der Geschichte ist es ja so, dass ihr Rivalen seid und auch noch um dieselbe Frau quasi buhlt. Ja, wie hast du denn diese Zusammenarbeit mit ihm erlebt? Ich will das mal mit einer Metapher ausdrücken, die du natürlich nicht verstehen wirst, aber die User werden das schon verstehen. In der
Bibel, in den 10 Geboten, da heißt es, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Ich bin aber zum Glück nicht katholisch. Tja, da habe ich wohl keine andere Wahl, als das einfach mal so stehen zu lassen. Es ist ja auch jetzt vollkommen egal, dass halt irgendwie, auch als die Kamera dann nachher aus war, dass ihr beide, also du und Cletus, halt irgendwie auch hinter der Kamera quasi eure kleinen Kabeleien quasi weiter ausgetragen habt. Denn tatsächlich ist es ja so, Rufus, du kämpfst ja nicht nur, im Prinzip gerätst du ja häufig in Konflikte mit anderen Menschen, das, was ja auch teilweise sehr heilsam ist. Also ich will da ja gar nicht, es soll jetzt nicht nach einem Vorwurf klingen. Gott bewahre, nicht die Tüte. Sondern du kämpfst ja eigentlich auch mit der Umgebung selbst und mit den Gegenständlichkeiten im Raum. Das Ganze ist ja auch bekannt unter dem Namen die Tücke des Objekts. Was man ja am PC überhaupt nicht mitbekommt. Es gibt ja sowas wie Naturgesetze. Und Naturgesetze finde ich privat total scheiße. Das dürft ihr auch ruhig drucken. Ich finde das scheiße. Und was mir hier einfällt, wir haben an dem Tag war gerade das Glühbirnenverbot in Kraft getreten und wir mussten diesen ganzen wunderbaren Set mit chardassianischen Energiesparlampen beleuchten. Und die haben also eine Strahlkraft von 0,004 Lux pro Lampe. Könnt ihr euch vorstellen, was wir da verschrauben mussten, bis wir das so hell gekriegt haben? Es war irrsinnig. Also diese ganze Arbeit. Wenn ich nicht noch auf meinem Akku was drauf gehabt hätte, hätten wir das gar nicht machen können. Das kannst du denen auch ruhig mal sagen. Das Blöde war ja, dass dann halt eben auch die Beleuchtung vom Fahrstuhl ausgefallen ist und dass wir halt, weil die Knöpfe nicht beleuchtet waren, dachten wir, der Fahrstuhl sei ausgefallen. Weil die ganzen Lämpchen von den Knöpfen halt eben ebenfalls gewechselt werden mussten. Ja, wir mussten nachts immer drehen. Und die Treppe, weißt du, wir sind die ganze Zeit die durchs dunkle Treppenhaus, die ganze untere Aufstiegsstation hoch und wieder runter und wieder hoch und wieder runter. Das war furchtbar. Ja, was haben wir noch gar nicht erzählt? Wir mussten das ja nachts machen, weil tagsüber ist ja die Energieversorgung zusammengebrochen. Weil alle nach Hause kamen und haben ihre Fernseher angemacht. Eigentlich war das ja auch eine Tagsszene, ja. Ja, gedacht, aber ich glaube, das wollen die gar nicht wissen. Ja, stimmt. Kinder, haben wir Notboot? Was für eine Schönheit. Stark, robust und bis auf ein paar Schrammen noch prima in Schuss. Ach ja, Spiegelungen im Fenster sind schon was Tolles. Okay. Aber die Flagge können wir wahrscheinlich brauchen. Schnell jetzt runter. Gucken, was Orkan Kreuz unten macht. Sapperlot, das sind doch dieselben Organons, die Goal bedroht haben. Vielleicht haben sie diesen Cletus geschnappt. Dachte ich mir gleich, dass das ein Schlappschwanz ist. Was mache ich denn jetzt? Am besten, ich halte mich erst einmal im Verborgenen und gucke, ob ich irgendwas rausfinde. Und Sie sind sicher, dass dieser Rufus naiv genug ist, Ihre Verlobte hierher zu bringen? Absolut. Er ist eine egoistische, raffgierige Ratte. Der Ausblick, nach Elysium zu kommen, wird ihn herlocken. Raffgierige Ratte? Das ist doch... Ich verstehe gar nicht, warum Ihnen diese Frau überhaupt so wichtig ist, Cletus. So wie ich das sehe, ist sie nur ein unkalkulierbarer Risikofaktor für unser gemeinsames Unternehmen. Glauben Sie mir, nach all dem, was sie sich geleistet hat, würde ich sie am liebsten auch auf Deponia zurücklassen. Aber um nach Elysium zurückzukehren, brauche ich nun einmal die Aufstiegscodes. Und die sind leider an ihrem Gehirnimplantat gespeichert. Ohne Goal keine Aufstiegscodes. Und ohne Aufstiegscodes kein Unternehmen. Das gefällt mir nicht. Ulysses wird uns beide exekutieren, wenn er herausfindet, dass es sich bei ihrer Begleitung um... Psst, da kommt er. Röhrenamtmann, machen Sie Meldung. Noch keine Spur von dem Deponianer, Herr Oberkontrollrat. Worauf warten Sie da noch? Suchen Sie weiter. Selbst über diese Drohne ist der Gestank kaum aushaltbar. Es wird Zeit, dass wir unseren Plan in die Tat umsetzen. Sehr wohl, Herr Oberkontrollrat. Machen wir uns an die Arbeit. Je schneller wir das Ganze hinter uns haben, desto besser. Ganz meine Meinung. Ich werde mal auf der Plattform nachschauen, ob dieser Rufus schon da ist. Also halten Sie sich im Hintergrund. Wir dürfen nicht riskieren, dass diese Ratte ihren Schwanz einkneift, bevor wir die Aufstiegscodes in Händen halten.
Moment mal, dieser Cletus sieht ja genauso aus wie ich. Nicht ganz so attraktiv vielleicht, aber was hat das nur zu bedeuten? Außerdem hat mir das Gespräch überhaupt nicht gefallen. Ich habe nicht alles verstanden, aber die haben doch was vor. Und keinesfalls kann ich zulassen, dass Goal dem Organon in die Hände fällt. Zuerst werde ich mir allerdings diesen Cletus vorknöpfen. Gnade ihm Schrott, wenn er vorhat, mich zu hintergehen. Okay. Was er zu sagen hat. Cletus, Rufus, endlich stehe ich dir gegenüber. Irrtum, ich stehe dir gegenüber. Von wegen, ich stehe dir mindestens 3 Schritte mehr gegenüber. Glaub das ruhig, Bürschchen. Aber genug der Unhöflichkeiten. Wo ist Goal? An einem sicheren Ort. Na, das ist ja perfekt, du Genie. Du bist das Genie. Wir hatten einen Deal. Du bringst mir Goal und ich nehme dich mit nach Elysium. Ohne Goal kein Deal. Also, was ist jetzt? Warum siehst du mir so ähnlich? Irrtum, du siehst mir ähnlich. Gar nicht. Du siehst mir viel ähnlicher als ich dir. Nur, dass ich nicht so hässlich bin. Du bist sogar noch viel hässlicher. Hast du in letzter Zeit mal in den Spiegel geschaut? Ja. Das ist sogar meine Lieblingsbeschäftigung. Wie bei mir. Hör auf, mir alles nachzuplappern. Nur wenn du aufhörst, mir alles nachzuplappern. Aber du plapperst mir doch alles nach. Nein, du mir. Nein, du mir. Ach ja? Ach ja? Ach ja, haha? Grumbel. Was für eine Vereinbarung ist das zwischen dir und dem Organon? Tja, warum sollte ich es dir eigentlich nicht erzählen? Deponia wird gesprengt. Was? Ach ja, ich hatte vergessen, dass ich mit einem Höhlenmenschen rede. Deponia. Boom. Boom? Ja, boom. Der ganze stinkende Misthaufen. Und Elysium weiß davon? Von der Sprengung? Na klar. Wir haben sie bereits vor Jahrzehnten in Auftrag gegeben. Was dachtest du denn, was die Organ uns den ganzen Tag so treiben? Ihre mechanischen Bärte entfusseln? Und was wird aus den Deponianern? Physikalisch betrachtet wohl hauptsächlich Energie. Theologisch gesehen, sagen wir einfach, für einen Stern am Abendhimmel wird's wohl kaum reichen. Wow, das ist echt starker Tobak. Um ehrlich zu sein, gingen wir davon aus, dass Deponia unbewohnt ist. Immerhin wurde die Oberfläche damals für unbewohnbar erklärt. Aber ausgerechnet jetzt, da die Sprengung unmittelbar bevorsteht, kamen Gerüchte auf. Auf Deponia soll es noch Menschen geben, hieß es da. Darum haben die Ältesten einen Inspektor ernannt, um sich selbst ein Bild von der Lage zu machen. Und jetzt rate mal, wer dieser Inspektor ist. Ich bin es, du Troglodyt. Verstehe. Was ich hingegen nicht verstehe. Mal abgesehen von der Bedeutung des Wortes Troglodyt. Warum hat der Organon nichts von der deponianischen Bevölkerung erzählt? Ulysses Leute müssen doch wissen, dass wir hier leben. Immerhin terrorisiert uns der Organon seit Jahren. Sie erheben Zölle, sie blockieren Handelsrouten und sie klauen Babys im Nordquadranten. Was allerdings auch nur ein Gerücht sein könnte. Ulysses hatte seine Gründe, uns im Unklaren zu lassen. Aber nun kennst du die Wahrheit. Ja, ich weiß alles. Okay, das heißt dann ja, dass Deponia nicht gesprengt wird, richtig? Nein, falsch. Ulysses hat mir alles erklärt. Und wir haben eine Vereinbarung getroffen. In meinem Bericht an die Ältesten wird stehen, dass der Planet nach wie vor unbewohnt ist. Deponia wird also trotzdem gesprengt. Hast du etwa Probleme damit? Ich meine, was interessiert es dich? Immerhin wirst du sicher auf Elysium sein, wenn es passiert. Du willst doch noch nach Elysium, oder? Ja, schon, aber Deponia sprengen? Das scheint mir etwas übertrieben zu sein. Ich meine, okay, es stinkt. Es ist keine Augenweide. Sicher kein Ort für jemanden wie mich. Aber ich kenne einige Leute, die hängen irgendwie an diesem Haufen Schrott. Was vielleicht auch daran liegt, dass sie, weiß nicht, darauf leben und so. Schön, das sind alles Idioten, die einen Helden nicht einmal dann erkennen würden,
wenn er ihnen den Kohlgarten in Brand steckt. Aber sprengen? Ja, sprengen, abreißen, einäschern, vaporisieren, eliminieren, ausradieren, alles weg. Ratz, fatz. Puh. Ich meine, mir ist es egal. Aber Goal wird das nicht gefallen? Tja, da hast du nicht ganz unrecht. Goal hat sich als unberechenbarer Risikofaktor erwiesen. Aber dafür ist vorgesorgt. Was ist das? Das ist eine Bewusstseinsdatasette. Genauer gesagt, ein Backup von Goals Bewusstseinsspeicher. Das wusste ich. Goals gesamter Charakter ist darauf gespeichert. Inklusive aller Erinnerungen. Und zwar vor dem Punkt, an dem sie einen Blick auf Deponia und seine Bewohner warf. Sie wird nie erfahren, was hier auf Deponia vorgefallen ist. Darf ich auch mal? Finger weg! Das ist kein Spielzeug. Aber es funkelt. Das werde ich auf keinen Fall zulassen. Tja, dann haben wir auch keinen Deal. Schade. Es hätte dir sicher gefallen. Auf Elysium. Lass mich nur kurz dem Organon Bescheid sagen und... Nein, warte doch. Ich habe ja noch gar nicht ausgeredet. Das werde ich auf keinen Fall zulassen, würde jetzt bestimmt jemand sagen, der an Deponia hängt. Ich hingegen... Nee, super. Ich hasse Deponia wie kaum einer sonst. Ach ja, wie sehr denn? Hier leben nur Idioten. Und du bist der lebende Beweis dafür. Es stinkt. Na und? Das tut dein Deo auch. Mein was? Sagen wir einfach, ich hasse diesen Ort. Ich weiß nicht. Er scheint zu dir zu passen. Bitte was? Weißt du eigentlich, wie das ist, jeden Morgen im Müll aufzuwachen? Zwischen Essensresten und Schmutzwäsche, die Spüle leckt, das Klo läuft über, der Kühlschrank ist leer und das Wasser riecht... Als hätte es sich seit Monaten nicht gewaschen. Und dann dieses ewige, Rufus, mach den Abwasch. Wir arbeiten. Räum mal auf. Checkt mal was. Der ganze Planet besteht aus Müll. Wir laufen auf Müll. Wir essen Müll. Ihr wollt, dass ich den Arsch hochbekomme? Ihr könnt meinen Arsch von hinten bewundern. Ich gehe dahin, wo Potenzial kein Düngemittel ist, das man auf Kohlbeeten verteilt. Was kann man in eurem Müll denn bestenfalls erreichen? Scheiß Bürgermeister von Scheißhausen werden? Der Job, für den sich selbst der feine Herr Drückeberger zu schade war? Ohne mich. Hörst du, Paps? Ohne mich. Und weißt du noch was? Ich hoffe, du bist über einer Jauchegrube abgestürzt. Ich wink dir zu, wenn ich dich auf dem Weg nach Elysium überhole. Guck mal, wer ist denn jetzt der kleine Dreckspatz? Hm? Wer ist denn jetzt der Dreckspatz? Donnerwetter. Du scheinst Deponia tatsächlich zu hassen. Mhm. Ich gehe und hole Goal. Na endlich. Okay, das machen wir erst nächstes Mal. Bis dahin, ciao. Hallo und herzlich willkommen auf Endcard. Wenn ihr die letzte Folge verpasst habt, könnt ihr gerne auf das Video klicken, dort ist es verlinkt. Ich wäre auch froh über ein paar Kommentare von euch oder einen Daumen hoch. Und sagt nochmal bis zum nächsten Mal, ciao.